Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Absu. So, wir schauen mal, was uns hier drin erwartet. Denn hier ist ja alles sehr zerstört. Oh, da ist wieder so ein Schockmichteil. Ah, hier sind unsere Helferlein. Cool. Muss ich denn... Hallo? Da. Och, komm schon, nö. Diese hässlichen Schockteile, ganz ehrlich. Nee. Oh, die werden hier hergestellt. Okay. Oh, ist das laut in den Ohren gerade. Also ich wünsche mir hierfür, dass man noch die Lautstärke irgendwie einstellen kann. Was ist das denn? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Das sind irgendwelche Maschinen? Ich weiß es nicht. Hallo, das bin auch ich. Hey, das war doch ich gerade. Ach du Heimatland! Nee! Wie soll ich denn hier heil durchkommen, ohne geschockt zu werden? Scheiße! Ja! Komm! Ja! Ich glaube, das passiert mir jetzt gleich nochmal. Ja. Holy.
Ich hasse diese Teile. Teufel war das? Können wir das jetzt mal einer erklären? Was war das und wieso ist der Hai da rein und bin ich jetzt tot? Das war jetzt echt seltsam. Okay. Wir wachen irgendwo hier unten wieder auf und wir sind kaputt. Sind wir ein Roboter? Ja, wir sind eine Maschine. Wow. Da ist der Hai. Was? Der lebt noch? Ach Gottchen. Guckt mal genau hin, wir haben in uns so ein komisches Dreieck. Da, wo die rote Kugel ist. Werden wir deswegen immer geschockt? Ja. Lustig ist, die Schwimmflossen verschwinden auch gerne mal. Das ist mir aber schon in den anderen Folgen aufgefallen. Oha. Hier unten scheint es nichts mehr zu geben. Zumindest nichts, das ich so irgendwie sehe. Okay, da ist ein Frosch. Ich kann leider nicht ranzoomen. Was macht die Schildkröte da? Das sieht richtig schön aus. Na, hier unten eher weniger. Aber wir gucken erstmal hier unten, ob irgendwas ist. Steuerung.
Anomalocaris. Ui, ui, was ist das denn? Ammonitas oder wie die heißen. Helikoprion. Oh. Eine Kette zum Aktivieren. War mal, glaube ich, schon. Ich kann mich aber auch täuschen. Ne? Von hier sind wir gekommen. Waren wir hier schon? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt hier hoch. Was sich hinter dem letzten, eventuell letzten Tor befindet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.